Herzlich willkommen an alle. Wir freuen uns sehr, dass es so ein reges Interesse gibt an diesem neuen Buch. Unsere Veranstaltung heißt Das Kapital, nicht nur aktuell, sondern auch nagelneu. Und es geht um diese Textausgabe, diese neue, die pünktlich zum 150. Geburtstag der ersten Auflage des ersten Bandes von Marx damals selber herausgebracht, erschienen ist. Wir freuen uns über unseren Gast, Thomas Kuczynski. Vorher kurz werde ich euch Ihnen erklären, wer wir beide sind, die hier neben ihm sitzen. Ich bin Anne-Kathrin Krug, Rechtsanwältin in Berlin und teame Lesekreise zu Karl Marx, das Kapital, dieses Jahr zum Band 2 und 3. Und da ist auf der anderen Seite sitzt Antonella Muzzupapa. Sie arbeitet für die Akademie für politische Bildung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ist dort im Wesentlichen für die politische Bildungsarbeit verantwortlich zu Karl Marx. Sie organisiert immer noch die Lesekreise zum Kapital Band 1 bis 3 und ist engagiert im Webprojekt zu diesen Jubiläen, die es ja im Plural gibt, 150 Jahre Band 1 und dieses Jahr 200. Geburtstag von Karl Marx. Und dieses Webprojekt können Sie sich anschauen auf der Seite marx200.org. Genau, vielen Dank, Anna und Kathrin. Ich freue mich auch sehr, dass Sie alle hierher gekommen sind und freue mich sehr, dass diese Veranstaltung mit Thomas Kuczynski zustande gekommen ist. Thomas Kuczynski, viele von Ihnen, von euch, kennen ihn bereits, ist Statistiker und Ökonom. Er hat lange beim Institut für Wirtschaftsgeschichte in der DDR gearbeitet und von 88 bis 91 war er dort eben der Direktor des Instituts. Seit 92 dann ist er freischaffend tätig in Forschung und Publizistik. Sie kennen bestimmt auch einige seiner Publikationen, die auch dort im Foyer auf dem Büchertisch liegen. Vielleicht kennen einige von Ihnen sein Buch zur Editionsgeschichte des Manifest der Kommunistischen Partei oder andere kennen vielleicht die Beiträge von Thomas Kuczynski, die regelmäßig im Luna Park erschienen. Und natürlich wurde ja schon gesagt, ist er der Herausgeber dieser neuen Textausgabe des ersten Bandes des Kapitals. Bevor wir in die Veranstaltung und ins Gespräch mit Thomas Kuczynski einsteigen, habe ich noch, glaube ich, zwei organisatorische Sachen. Einerseits, das sehen Sie, wird die Veranstaltung Video aufgenommen, dabei wird nur das Podium aber aufgenommen, also Sie brauchen sich, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, die Diskussion hinterher, die würden wir zumindest im Ton aufnehmen wollen, sollte es dann für jemand unangenehm sein. Es reicht, dass ihr uns ein Zeichen gebt und wir würden dann die Aufnahme stoppen bei den entsprechenden Beitrag oder Frage. Nochmal die Bitte, falls Sie das noch nicht getan haben, sich in die Teilnahmeliste einzutragen. Das können Sie auch nach der Veranstaltung machen. Das ist für uns wichtig für die Abrechnung der Veranstaltung. Und ansonsten zum Ablauf, da haben wir uns jetzt nichts besonders sozusagen oder Aufregendes gedacht. Wir würden hier so für circa 50 Minuten quasi ein kleines Interview führen und Thomas Kuczynski eben zu dieser neuen Textausgabe befragen und würden dann danach natürlich die Diskussion auch mit Ihnen, mit euch aufmachen und Ihnen euch auch die Möglichkeit eben geben, mit Thomas Kuczynski ins Gespräch zu kommen. Ein bisschen steht sozusagen, das haben Anne-Kathrin und ich, diese zu uns getroffen haben, ein bisschen vorbereitet haben, wir ein bisschen gesagt, lesen wir jetzt die ganze Zeit hier das Falsche, weil in der Rosa-Luxemburg-Stiftung gibt es ja Kapitallesekurse schon seit einer Weile und natürlich die Leute, die den ersten Band lesen, nehmen als Grundlage
den MEW-Band, also den Band aus den Marx-Engels-Werken, die blauen Bände, den Band 23, der eben auf der vierten deutschen Auflage von Engels basiert. Und dann wollen wir jetzt herausfinden, was verpassen wir, wenn wir sozusagen uns mit der Textausgabe auseinandersetzen, anstatt eben eventuell mit dir. Das ist so für uns ein bisschen, was im Hintergrund steht, aber natürlich haben wir noch mehr Fragen, und somit übergebe ich jetzt an Anne-Kathrin, um in das Gespräch einzusteigen. Wir wollen anfangen mit einer Frage, die vielleicht etwas grundlegend ist, aber vielleicht auch für diejenigen von Ihnen, von euch, die noch gar nicht ganz so weit fortgeschritten sind, mit der Lektüre doch auch interessant sein kann. Und zwar die erste Frage wäre von unserer Seite: Wie gestaltete sich eigentlich die Editionsgeschichte des ersten Bandes? Marx selber hatte ja mehrere Ausgaben herausgegeben. Und was ist danach passiert? Und irgendwann danach wollen wir auch wissen, warum es jetzt diese neue Textausgabe gibt. Also Marx selbst hat die Erstausgabe herausgegeben, eine zweite deutsche Ausgabe 1872 und eine französische Ausgabe, die er sehr geschätzt hat. Danach hat Engels eine dritte Ausgabe 1883 und eine vierte 1890 gemacht. Danach teilen sich die Geschichten. Die einen sind über Engels hinausgegangen. Kautsky mit seiner Volksausgabe 1914. Andere sind zu der zweiten deutschen Ausgabe zurückgekehrt, wie Karl Korsch mit seiner für den ADGB, also den Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, 1932 herausgegebenen Ausgabe. Weil er der Meinung war, das Gesamtkunstwerk, das ist die zweite Ausgabe und nicht die Vermischung mit der französischen. Dann gab es das sehr autoritative Ausgabe des Marx-Engels-Lenin-Instituts, Moskau 1932, die strikt auf der vierten deutschen Ausgabe von Engels basierte und die natürlich auch in den blauen Bänden erschien, nochmal verbessert editorisch, aber Grundlage vierte deutsche Ausgabe. Und das will ich gleich noch dazu fügen, selbst in Frankreich, wo ja die französische Ausgabe von Marx existiert, ist dann 1983 eine Übersetzung der Engels-Ausgabe auf Französisch erschienen. Das ist im Grunde das Grundgerüst. Und die entscheidende Frage ist, wie man diese französische Ausgabe nun in Deutschland behandelt oder nicht. So wie es Kautsky gemacht hat, extensiver als Engels, oder so wie es Korsch gemacht hat, so gut wie gar nicht. Ich habe mich daran gehalten, an das, was Marx seinen Übersetzern mitgeteilt hat. Erstens für eine englische Übersetzung, die leider nicht zustande kam, in den USA, wo er also darauf hinwies, dass er in der französischen Ausgabe vieles viel besser dargestellt habe und Neues zugesetzt hätte und dementsprechend also Anweisungen gab, was
vollständig aus der französischen Ausgabe übernommen werden sollte und gar nicht aus der deutschen. Und ein Jahr später, 1878, hat er seinem ersten russischen Kapitalübersetzer Danielsson mitgeteilt. Also im Grunde, die ersten beiden Abschnitte, Ware und Geld und Verwandlung von Geld in Kapital, sollen nach der deutschen und der Rest soll sorgfältig verglichen werden. Der französische und der englische, deutsche Text, nicht? Wobei ihm sicherlich völlig klar war, da er ja immer die Vorzüge der französischen Ausgabe hervorgehoben hat, dass wie dieser Vergleich dann ausfallen würde, nicht? Beim jeweiligen Übersetzer. Leider ist es zu dieser russischen Übersetzung auch nicht gekommen. Sodass also die Frage natürlich war, was hätte Marx gemacht? Und Marx hatte 1881, das ist seine letzte ausführliche Äußerung dazu, zum Kapitalband 1, hatte wieder an Danielsson geschrieben. Also erstmal will er jetzt den Band 2 fertig machen, nicht? Das war 10 Tage nach dem Tode seiner Frau. Er will jetzt den Band 2 fertig machen und dann würde er den Band 1 so überarbeiten, wie er es unter anderen Umständen jetzt getan hätte. Jetzt getan hätte, weil da lag schon die Anforderung für eine dritte Auflage, eine dritte deutsche Auflage vor, die er dann nicht mehr vollenden konnte. Im Grunde nur den ersten Punkt angegangen war, den ersten Punkt des ersten Kapitels, also Wert und Gebrauchswert, die beiden Faktoren der Ware. Darüber ist er nicht hinausgekommen, weil das muss man sagen, Engels hatte völlig recht, als Marxens Frau starb, sagte er nur einen Satz und der Mohr ist auch gestorben. Und das traf auf das Kapital komplett zu. Ja, da drängen sich jetzt bei mir mehrere Fragen. Ich fange mal so an. Engels, der bringt ja eine Drittdeutsche und eine Viertdeutsche und schreibt auch im Vorwort, also der nimmt ja Bezug auf die französische Übersetzung und schreibt ja auch im Vorwort, hätte eben sich die Notizen, die Marx sich da gemacht hat, berücksichtigt. Und hätte das auch eben entsprechend in seiner Auflage berücksichtigt. Da würde sich auch nicht so sehr viel ändern am Text. Er hat also die Ausgaben also nicht verglichen. Haben Sie eine Antwort auf die Frage, warum er dies nicht gemacht hat? Also oder andersrum gefragt, wenn Sie jetzt sagen, wie, oder ich höre raus, dieser französische Ausgabe spielt eine sehr wichtige Rolle, um quasi zu einem Text vom ersten Band zu kommen. Hat Engels das unterschätzt? Engels fand im Nachlass von Marx 2 Handexemplare. Eins von der französischen Ausgabe und eins von der 2. deutschen Ausgabe mit einer Unzahl von Anmerkungen. Und er ging davon aus, das ist das, was Marx zur Vorbereitung der 3. deutschen Auflage gemacht hat. Und das war sein großer Irrtum. Das war sein großer Irrtum aus dem einfachen Grunde. Engels war mit der französischen Ausgabe außerordentlich unzufrieden. Er fand, dass dieses
moderne Kastrationsfranzösisch, da kann man überhaupt keinen Gedanken mehr fassen. Und er sagte ausdrücklich, sie solle auf keinen Fall die Basis für eine englische Übersetzung abgeben. Und Marx sah das vollkommen anders. Soweit es überliefert ist, gibt es einen besänftigenden Brief von Marx an Engels, dass er vielleicht doch das eine oder andere dann, wenn er weiter liest, finden wird, was ihm besser gefällt. Und Engels repliziert im selben, also 2-3 Tage später, das, was du jetzt gerade geändert hast, das ist sehr schön und das liegt aber weder am Deutschen noch am Französischen, sondern eben an der Überarbeitung und nächstens mehr. Es gab kein nächstens mehr. Das ist ein Punkt, da waren die beiden offenbar der Meinung, sie sind sich einig, dass sie sich nicht einig sind. Und dementsprechend hatte Engels überhaupt keine Ahnung, was Marx mit dem ersten Band vorhatte, sowohl für die englische Übersetzung als auch für die russische. Sondern er ging davon aus, dass diese Eintragungen, die alle mit ganz wenigen Ausnahmen das zusammenfassten, natürlich zur Selbsterinnerung des Autors, also sehr kryptisch, zusammenfassten, was er an Instruktionen für die englische Übersetzung nach Amerika geschickt hatte. Ja, da Engels diese ganzen Hintergründe nicht kannte, ging er davon aus, ja, das ist das, was für die dritte deutsche Auflage gemacht worden ist. Und das war ein Irrtum. Ja, er muss das spätestens dann festgestellt haben, als es um die englische Übersetzung ging und Sorge aus Amerika ihm dann die Instruktionen schickte, die Marx geschickt hatte in die USA für die Übersetzung. Und Engels war also offenbar ziemlich sauer, vor allen Dingen auch auf sich selbst, dass er nicht einmal gemerkt hatte, dass das Notizen sind für eine Übersetzung und nicht für eine Neuauflage. Und dementsprechend ist eben der Band 23 der MEW, also die englische vierte Ausgabe, ist eben nicht der komplette Vergleich, wie ihn Marx gefordert hat, abgesehen davon, dass Engels wahrlich anderes zu tun hatte. Ja, ich meine, er hatte diese dritte Ausgabe innerhalb von faktisch einem halben Jahr gemacht. Ja, also wenn man vergleicht die zweite und die dritte, dann sieht man, was er daran gearbeitet hat. Ja, also man muss ja nur in die Mega gucken, ins Variantenverzeichnis von Band 2.8, nicht? Also dritte Auflage. Es sind über 1000 Änderungen, die Engels da vorgenommen hat. Also es ist keine kleine Arbeit gewesen. Nicht? Und als es dann um die vierte ging, na gut, da hat er halt noch ein bisschen was von dem reingenommen, was Marx in den Instruktionen geschrieben hatte. Aber andererseits, 1890 saß er 7 Schuh tief in Band 3 des Kapitals. Ja? Also, und vielleicht hatte er auch einfach die Schnauze voll. Ja? Und insofern kann man eben sagen, ja, er hat das in der dritten Auflage gemacht, was er übersah und er hatte vieles übersehen und 100 Jahre später oder inzwischen ja 130 Jahre später
steht die Aufgabe, sich das genau anzugucken. Trifft natürlich auch auf Band 2 und 3 zu, aber das ist nicht meine Aufgabe. Also mich interessiert jetzt doch noch mal genauer, was die französische Ausgabe so besonders macht. Marx selber schreibt ja im Nachwort zur französischen Auflage, was auch immer die literarischen Schwächen dieser französischen Ausgabe sein mögen, sie besitzt einen vom Original unabhängigen wissenschaftlichen Wert. Ja. Könnten Sie uns das mal ein bisschen genauer erläutern, worin der besteht, wie ich mir das vorstellen kann? Also das sind Dinge, wo teilweise Engels das übernommen hat, beispielsweise die klare Unterscheidung von Konzentration und Zentralisation des Kapitals, die Rolle des Kreditsystems, insbesondere auch im Rahmen der ursprünglichen Akkumulation. Das sind also ganz wesentliche Zusätze, wie Marx das formuliert hat, die Engels übernommen hat. Es gibt andererseits Passagen, die Engels unverändert gelassen hat. Das betrifft nicht unzufällig, nach meinem Dafürhalten, dass Marx doch an einigen Stellen den sehr stark auf Europa bzw. auf Westeuropa zentrierten Blick anfing aufzubrechen. Das fängt mit dem Vorwort an. Ja, im Vorwort zur deutschen Ausgabe steht der Erstausgabe, will ihn da auch nicht verfälschen in seiner ersten Ausgabe. Ja, man kennt sich halt nicht in seiner eigenen Ausgabe aus. Also in der Erstausgabe schreibt er, dass das industriell entwickeltere Land dem minder entwickelten das Bild seiner eigenen Zukunft zeigt. Und in der französischen setzt er hinzu, dem minder entwickelten, die ihm auf der industriellen Stufenleiter folgen. Das heißt, er hat dort ganz klar vor Augen, es gibt eventuell auch Möglichkeiten der Entwicklung, die nicht auf dem Weg erfolgen, der in Westeuropa beschritten worden ist. Und wenn man sich dann fragt, was da vielleicht gemeint sein könnte, dann sage ich immer, reingucken in das Vorwort zur russischen Ausgabe des Kommunistischen Manifests. Das ist auch natürlich in jeder deutschen Ausgabe enthalten, man muss da nicht Russisch können. Da steht vollkommen klar, dass in Russland die Möglichkeit besteht, ihrer Meinung nach, das ist ein gemeinsam verfasstes Vorwort von Engels und Marx, unmittelbar von der Obschtschina zur sozialistischen Revolution zu gelangen. Und die sozialistische Revolution in Russland könne zum Signal der proletarischen Revolution im Westen werden. Das war 1882. 35 Jahre später kam das Signal aus Russland, aber es wurde leider nur sehr unzureichend in Westeuropa vernommen. Jedenfalls erfolglos. Ja, das ist also ein Beispiel.
Ja, es gibt andere Beispiele. Und insofern, das ist das eine. Das andere, was für Engels vielleicht weniger relevant war, aber was in dieser Ausgabe, für diese Ausgabe relevant war: Marx hat immer betont, dass die Darstellung verbessert ist. Und Engels hatte ihm in Kritik zur Erstausgabe 1867 geschrieben, es sei furchtbar, man plumpse von einem Punkt zum nächsten, ohne irgendwie ihn zusammenzufassen, und das sei also furchtbar anstrengend und ermüdend, und außerdem fehle jede Gliederung. Das hat er ja dann in der zweiten Auflage verbessert, nicht? Aber diese Bündigkeit der Darstellung, ja, die ist in der französischen Ausgabe sehr viel weiterentwickelt. Und ich nehme an, ich weiß es nicht, ich meine, man kann ja sagen, es gibt zwei verschiedene Phasen bei Marx im Verhältnis zur französischen Ausgabe. Solange er an der Ausgabe selbst saß, ist das ein einziges Klagelied über die Qualität der Übersetzung. Ja, es sei also, er, bis dahin, es hätte ihm weniger Arbeit gemacht, wenn er es selber gemacht hätte. Ja? Sobald sie erschienen war, mit diesem Vorwort, ändert sich die Tonlage komplett. Und ich nehme an, nicht also die Tonlage, wie ich es vorher gesagt hatte, seinen Übersetzern gegenüber. Und ich nehme einfach an, Marx hatte mit der französischen Übersetzung von Joseph Roy einen vollkommen fremden Text vor sich. Einen ihm geradezu entfremdeten Text, dessen Schwächen er natürlich in ganz anderer Weise sehen konnte, als wenn er seinen deutschen Text zum wiederholten Male gelesen hätte. Nicht? Also jeder, der Texte verfasst, weiß, es hat gar keinen Sinn, den nochmal zu lesen. Man muss ihn jemandem anders geben, um rauszufinden, stimmt denn das und ist denn die Darstellung konsistent und so weiter. Nicht? Und dass diesen Eindruck, obwohl er sich nie dazu geäußert hat, aber es ist für mich die einzige Variante der Erklärung, wieso so viel umgestellt worden ist. Abgesehen davon, das reflektiert sich dann hier auch. Ja, also je weiter man nach vorne, nach hinten kommt, desto massenhafter werden die Umstellungen, ja. Ich meine, ich habe das ja alles verzeichnet und es ist eine elende Arbeit gewesen. Aber ich hoffe, dass es sich gelohnt hat. Genau, aber dann passend dazu, zu Ihrem letzten Satz, würde mich jetzt interessieren, wie sind Sie vorgegangen? Also was dürfen wir uns jetzt vorstellen, wenn wir an Ihre Arbeitsweise jetzt denken? Müssen wir uns vorstellen, Sie haben die zwei deutsche und die französische Ausgaben auf dem Schreibtisch und vergleichen sie? Oder gab es schon andere, die mit dieser Arbeit angefangen hatten, auf die Sie sich stützen können? Welche Rolle hat vielleicht auch die Gesamtausgabe, also die Mega, da gespielt? Was können wir uns vorstellen, wenn wir an Sie denken, während Sie die neue Textausgabe verfassen? Also ohne die Mega, die ja in den Bänden 5 bis 10 der zweiten Abteilung alle Ausgaben von Marx und Engels zum Kapital, einschließlich der Notizen zu
Korrekturen, Verbesserungen und so weiter enthält, die bis 1991 erschienen waren. Ohne die Mega hätte ich das nie in Angriff genommen. Punkt 1. Ich meine nicht, dass man die Mega unkritisch 1:1 übernehmen kann. Das ist eine ganz andere Frage. Ja? Der zweite Punkt, und das war sozusagen der wirkliche Anstoß, das war ein Arbeitspapier von 4, 5, 6 Manuskriptseiten aus dem Marx-Engels-Institut vom Februar 1931 von 2 Mitarbeitern. Da ging es um eine Volksausgabe von Kapitalband 1 und es ging um die Frage, inwieweit man den französischen Text in diese Volksausgabe, die ja ohne Anmerkungen, also ohne Varianten, publiziert werden sollte und wurde, inwieweit man die da drin berücksichtigen kann. Dieses Papier und die Verfasser, Wally Kropp-Löffler und Kurt Nixdorf, waren also der Meinung, ein solcher erneuter Vergleich könne nur gewinnen gegenüber den früheren Ausgaben. Das landete am 5. Februar 1931 auf dem Tisch von Ryazanov, dem Direktor des Instituts, weil der musste das natürlich entscheiden, wie das nun zu machen ist. Am 12. Februar 1931 wurde das Institut geschlossen. Und er kam auch nicht mehr dazu eine Antwort zu schreiben. Am 16. Februar wurde er verhaftet und nach Saratow verbannt. Am 5. März wurde die Hälfte des Instituts entlassen, darunter auch die beiden Kropp und Nixdorf. Und dann gab es das Marx-Engels-Lenin-Institut ab April 1931. Und da gab es dann eben die Volksausgabe basiert komplett auf der engelschen Ausgabe. Das ist der zweite Anstoß gewesen. Was nun die konkrete Arbeit anging, ja, ich muss sagen, nach den Jahren, die ich damit verbracht habe, ich würde es heute sicherlich anders anfangen. Aber damals hatte ich angefangen, Band 23, zurück zur 4. Auflage, zurück zur 3. Auflage, zurück zur 2., zurück zur 1., natürlich immer die Vergleiche, klar, dann zur Französischen. Ja. Und ich hatte ein riesiges Problem, als ich sozusagen die Komposition, wie ich das nannte, an die Komposition ging, also die verschiedenen Varianten nun auszuwählen. Welche kommt denn nun nach vorne in den Text und welche kommt in den Anmerkungsapparat? Denn es sind alle Varianten vorhanden. Ja? Also wer dann hinten sich die USB-Card greift und sie in den Computer steckt und am Bildschirm verfolgt, der kann alle Varianten selbstredend finden. Stellte ich fest, ja, was mache ich denn mit diesen furchtbaren Zitatverstümmelungen bei Marx? Denn Engels hat das sehr pietätvoll in seinem Vorwort zur 3. Auflage oder
zur vierten Auflage behandelt, ja, dass es da so kleine Ungenauigkeiten gab und alles Mögliche, ja, und vor allen Dingen auch, weil er Marx zunächst mal die englischen Ökonomen auf Französisch gelesen habe und dann später, und da gab es natürlich dann auch Probleme der Rückübersetzung und so. Marx selbst hat das ganz anders formuliert. Marx selbst hat sich lustig gemacht über Lassalle in einem Brief an Kugelmann, dass der ihm sogar die literarhistorischen Versehen abschreibe, weil er Marx zumeist aus dem Kopf zitiere. Und was aus dem Kopf zitiert ist, muss nicht das sein, was auf dem Papier steht. Ja? Und da gibt es also wirkliche Probleme. Ja, und da fiel mir ein, eigentlich wollte ich englische Übersetzung nicht berücksichtigen, weil, das war halt eine Übersetzung, es war Engels, es war nicht Marx. Dann sagte ich mir, nee, du musst sehen, wie Engels mit diesen Übersetzungsproblemen fertig geworden ist. Nicht in der deutschen Ausgabe, das wusste ich ja. Aber er konnte doch unmöglich diese englischen Texte, also die Zitate von Marx in die englische Ausgabe ungeprüft übernehmen. Und in der Tat, er hat unglaublich vieles geändert. Also Eleanor Marx hatte diese Vergleichsarbeit vorgenommen, ja, und hat eine Menge Sachen rausgefunden, wo also Engels dann in der englischen Ausgabe den korrekten Text liefert, beziehungsweise die Anführungsstriche weglässt und nur das Verweisen, sich auf das Verweisen reduziert und so weiter. Aber davon hat er das wenigste in die vierte deutsche Ausgabe übernommen. Und insofern musste tatsächlich Engels hat einmal geschrieben, er habe die französische Ausgabe auch benutzt unter dem Motto, wie viel Marx bereit war, der Übersetzung zu opfern am eigenen Text. Und so habe ich Engels Übersetzung verwendet, wie viel Engels bereit war, von Marx zu opfern im Sinne der korrekten Zitate. Ja, und insofern sind tatsächlich alle sechs Megabände von mir komplett durchgesehen worden. Vielen Dank. Was haben Sie am Anfang gedacht, wie lange Sie brauchen würden? Und was die Frage, die sich auch wieder immer wieder bei mir gestellt, also die ich mir immer wieder gestellt habe, ist auch: Hatten Sie irgendwie auch mal den Punkt, wo Sie dachten, nie zu Ende zu kommen? Oder wo gab es so Krisensituationen bei Ihnen? Also, ich war davon ausgegangen, 4 Jahre. Es wurden fast 20. Gut, also ich habe zwischendurch auch anderes zu tun gehabt, ja. Ich habe ein Jahr mit Geschäftsbüchern von Mendelssohn verbracht. Ich habe wahrlich ein Jahr mit der Entschädigung der Zwangsarbeitskräfte verbracht. Also das heißt, also es sind nicht 20 Jahre netto. Aber es ist so wie bei den meisten großen Projekten. Wenn man gewusst hätte, was es für eine Arbeit ist, hätte man es nicht angefangen. Ja, ich würde jetzt, wir haben vorhin schon ein bisschen
angefangen mit, was ändert sich, wenn man sich die französische Übersetzung anguckt? Jetzt würde ich so ein bisschen konkreter fragen. Wo findet man jetzt, wenn man die vierte deutsche, also MEW 23, das ist jetzt zumindest für mich ein bisschen Referenzpunkt, ja, ist die Ausgaben, die ich kenne, völlig wenn ich klar die vor Augen habe, wo sind sozusagen die wichtigsten, würde ich auch aus Ihrer Sicht sagen, Änderungen, die auch eben inhaltlich tatsächlich auch irgendwie etwas verändern? Also ich muss sagen, das zieht sich durch das ganze Buch. Es fängt an mit der beispielsweise, also ich rede jetzt nicht vom Vorwort, nicht, aber es fängt an mit der Darstellung der einfachen Wertform. Ja, wo, wenn man sich nochmal den deutschen Text dazu ansieht, in der vierten Ausgabe oder auch in der zweiten, das ist unverändert, dann ist das didaktisch völlig verquer dargestellt. Ganz im Unterschied zum Anhang, der zur Wertform in der Erstausgabe, wo es korrekt hintereinander kommt, und eben zur französischen Ausgabe. Oder ich wiederhole jetzt nicht das, was ich vorhin sagte, mit Konzentration und Zentralisation des Kapitals und so weiter, zur ursprünglichen Akkumulation. Ja, der gesamte in der vierten deutschen Ausgabe, siebte Abschnitt zur Akkumulation, wo auch Engels schrieb im Juni 1883, das sei eine komplette Umarbeitung, ja. Und wenn man dann aber vergleicht, was Engels gemacht hat und was in der französischen Ausgabe ist, auch dort ist die Darstellungsweise selbst eine andere. Hinzu kommt natürlich, das will ich nicht verschweigen, ich versucht habe, tatsächlich diesen Band so zu komponieren, dass wer nun wirklich nur am Text interessiert ist, diesen Text runterlesen kann oder auch studieren kann, je nachdem, ja, ohne sich durch eine Unzahl von Anhängen durcharbeiten zu müssen, was ja auch bei MEW 23 der Fall ist. Ich gebe einfach nur ein Beispiel, dass Marx fast alle seine Maßangaben sind in englischen Maßen. So. Welcher Leser macht sich die Mühe, nachzugucken, ja, also das Schlafzimmer hat die und die Maße in englischen Zoll und Fuß, was ist denn das auf Deutsch? Was ist denn das im metrischen System? Macht kein Mensch. Ja, also es sei denn, es sind die Verrückten, nicht, die mit Anhängen arbeiten. So, das habe ich dann in Eckchen, Klammern, ergänzt, aus dem einfachen Grunde, ansonsten wird es überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Ja, das betrifft ebenfalls die ganzen Erläuterungen, die bei mir halt, natürlich als Erläuterungen von mir, auf derselben Seite zu stehen und nicht in irgendwelchen Anhängen, wo die meisten Leute, falls sie die
in Eckchen, Klammern, gesetzten Anmerkungszahlen in MEW tatsächlich ernst nehmen und mal nachgucken. Ja, nö, hier kann man es halt auf derselben Seite, beziehungsweise mit dem Verweis, ja, ist vorne schon erläutert, da und da. Das sind einfache Leseerleichterungen, ja, die ich aber für wichtig halte im Sinne einer lesefreundlichen Ausgabe. Ja. Inwieweit das nun Schule machen wird, das werden wir sehen. Also wenn man so in den Text hineinguckt, dann sieht man, dass die ganzen Fußnoten von Marx jetzt im Haupttext zu finden sind und dann eben die ganzen Erläuterungen dann unten sind. Können Sie uns noch ein wenig mehr darstellen, welcher Art diese Erläuterungen alle sind? Ich habe jetzt verstanden, in Klammern E sind Erläuterungen von Ihnen, aber es gibt auch noch andere Erläuterungen, andere Art. Nein. Es gibt, also die marxischen Fußnoten sind vom Text her, teilweise ja, die sind ja teilweise anderthalb Seiten lang, nicht? So. Und wer also mit den MEW arbeitet oder auch mit dem Ziegelstein, nicht? Also das, was bei Ullstein in den 70er, 80er Jahren erschienen war, oder mit Korsch hat sie ganz stark gekürzt, die Anmerkung, das ist der große Nachteil, ist deshalb auch nicht zitierfähig in dem Sinne, nicht? Bei mir stehen die Fußnoten kleingesetzt im Text. Aus dem einfachen Grunde, anderthalb Seiten Fußnote sozusagen unten und natürlich mit Seitenumbruch zu lesen, das verhindert auch schon die Kenntnisnahme dieser Fußnoten. Und Marx hat aber in diesen Fußnoten unglaublich viel Material verarbeitet, was zwar nicht so bedeutend war, dass er meinte, es in den Haupttext stellen zu müssen, aber doch eben in die Fußnote. Und diese Fußnoten in den Text gesetzt, wohl unterschieden vom Haupttext, klar, macht die Sache einfacher, während das, was traditionell Fußnote ist, unten am Fuße der Seite, das sind drei Dinge. Das sind die Literaturangaben von Marx, aber eben nur die Literaturangaben. Das sind eine nicht ganz kleine Zahl von Literaturergänzungen, Sachen, die Marx nicht erwähnt hat, aber wo klar ist, er hat sich darauf bezogen und also Smith zum Beispiel, der englische Ökonom, ist im Band 1 von Kapital nirgends mit irgendeiner Ausgabe und irgendeiner Seitenzahl zitiert, sondern das ist immer nur Buch 2, Kapitel 7 oder sonst irgendwas. So, ja, was? Da musste natürlich nachgetragen werden, damit der Leser zumindest die Chance hat, nachzusehen, ja, wie hat es denn der Smith da gemeint oder gesagt? Und das Dritte sind dann Erläuterungen vom Herausgeber zu historischen Zusammenhängen, die heute weitestgehend in Vergessenheit geraten sind, oder editorische Zusammenhänge, oder auch, das ist ein sehr schönes Beispiel, es gibt eine Stelle bei Marx zum Arbeitstag, wo er schreibt, die Frage der Länge des Arbeitstages ist viel wichtiger als die Frage von Sir Peel, damals Finanzminister, was ist ein Pfund? Ja, aber wenn man in die Diskussion reinguckt, dann
hatte Peel eine ganz andere Frage gestellt. Er hatte nämlich seinen Kontrahenten die Frage gestellt, was ist Ihr Pfund wert? Und das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ja, aber Marx hatte eben wieder mal aus dem Kopf zitiert. Ja, und so etwas, da bin ich der Meinung, auch den Zitierten muss Gerechtigkeit widerfahren. Natürlich kann ich den Text von Marx nicht ändern. Ja, insbesondere da er sich ja auch noch lustig macht über ihn. Ja, also klar, aber es muss in einer Erläuterung richtiggestellt werden. Ja, dass die Frage von Peel war, was ist Ihr Pfund wert? Und das ist natürlich keine blödsinnige Frage, sondern das war eine sehr berechtigte Frage. Da war natürlich auch notwendig, auf das Protokoll dieser Diskussion zu verweisen. Weil bei Marx ist das natürlich einfach so kolportiert. Nicht? Das heißt also, es war wirklich an den Quellen zu arbeiten und festzustellen, ja, so und so. Nicht? Wobei man in dem Falle das auch sehen kann, Marx hat das exzerpiert. Im Exzerpt ist es vollkommen korrekt. Dann, was nicht immer der Fall ist bei seinen Exzerpten, dann bringt er die Sache in Kritik der politischen Ökonomie 1859. Da ist sie semi-korrekt sozusagen, aber schon mit der Frage verbunden, was ist ein Pfund, wo ich sagen würde, ja, zulässige Zuspitzung, ja, aber dann war ihm eben nur noch diese Frage im Kopf und damit wurde es natürlich falsch. Das ist das Elend des Editors. Nochmal eine Frage, bei der ich mir eigentlich keine Hoffnung mache, aber ich stelle sie trotzdem, weil ich teame jetzt zwar seit ein paar Jahren nicht mehr die Kapitalkurse hier in der Stiftung, erinnere mich aber, dass es zwei Stellen gibt, bei denen viele Leute mit der Lektüre sozusagen die Lektüre abbrechen. Und die kommen leider relativ am Anfang. Und zwar einmal bei der Wertformanalyse, das sieht man sofort, bei der nächsten Sitzung merkt man sozusagen, da fehlen welche. Und dann nochmal beim Kapitel, beim Kapitel zum Geld. Jetzt die Frage, bei der ich mir, wie gesagt, nicht wirklich eine Hoffnung mache. Sie haben ja gesagt, die Gesamtdarstellung der französischen Ausgaben ist ja viel besser, strukturierter und so weiter. Dürfen wir hoffen, dass es jetzt mit dem Anfang, was für mich bis zum inklusive dritten Kapitel geht, ein bisschen besser wird? Diese Hoffnung muss ich enttäuschen. Aber ich will darauf hinweisen, schon Karl Korsch empfahl seinen Lesern, nicht mit Kapitel 1 anfangen, sondern mit Kapitel 5, der Arbeitsprozess. Das halte ich nach wie vor für goldrichtig. Ja, nicht, dass man das erste, zweite, dritte Kapitel einfach überschlagen kann, das natürlich nicht. Man muss sie zur Kenntnis nehmen als eine der Grundlagen. Aber man sollte beginnen mit Kapitel 5, dem Arbeitsprozess, wo, und zwar auch im Hinblick auf die nicht-akademischen Leser, wo in ganz anderer Weise an die Erfahrungen der Leser in ihrer Arbeitswelt angeknüpft wird. Das halte ich jedenfalls für ganz wesentlich. Die andere Frage ist, ich meine, ich
Ich kenne auch genügend Leute, die beim ersten Kapitel aufgegeben haben. Ja? Also natürlich keine Ökonomen, aber auch die bestätigt mir ein Ökonom. Aber die Krux nach meinem Dafürhalten ist an dieser Stelle, dass man wirklich darüber nachdenken muss. Natürlich nicht in Bezug auf eine neue Ausgabe, mal wirklich eine Einführung in die politische Ökonomie zu schreiben, auf den Schultern von Marx, aber vollkommen anders dargestellt. Denn das ist, Marx ist an der Stelle mit diesem Einstieg der klassische Ökonom. Er geht aus vom Austausch und nicht von der Produktion. Und das ist der Vorteil, wenn man mit Kapitel 5 anfängt, mit dem Arbeitsprozess, wo der Wert produziert wird und der Gebrauchswert. Ja, aber das ist cura posterior, Aufgabe an neue Ökonomen, mal eine solche Einführung zu schreiben. Solange die nicht da ist, ist meine Empfehlung, doch erstmal mit Kapitel 5 anfangen. Marx hat selber, als sein Freund Kugelmann ihn fragte, wie denn seine Frau anfangen könne mit diesem Kapital, da hat er geschrieben, ja, also am besten anfangen mit den Abschnitten über den Arbeitstag, Kooperation, Manufaktur, große Industrie und dann ursprüngliche Akkumulation. Das heißt, Marx hat einfach mitgeteilt, ja, die ersten 200 Seiten erstmal überschlagen. Ja, gut, das hat er natürlich nicht im Vorwort selbst schreiben können, klar, auch nicht in der französischen Ausgabe, aber er wusste natürlich um die Klippen und würde sagen, der Vorschlag von Korsch, also nicht erst mit dem Arbeitstag, sondern schon mit dem Produktionsprozess, dem Arbeitsprozess zu beginnen, ist wahrscheinlich adäquater, aber wer das Kapital dann wirklich begreifen will, der muss natürlich irgendwann dann anfangen mit Kapitel 1. Aber eben nicht anfangen, sondern nachdem man sich sozusagen eingelesen hat. Bevor wir die Runde öffnen wollen und die Fragen an, also auch Fragen von euch gerne aufnehmen wollen, haben wir eine letzte grundsätzliche Frage. Aus wieder nur persönlicher Neugierde, was genau macht das Buch für Sie aus Ihrer Sicht eigentlich noch aktuell? Es gibt sicherlich viele, viele Anknüpfungspunkte, aber vielleicht gibt es so ein paar Spezialitäten, die Ihnen da wichtig wären. Ja, also ich fange mal an mit einem sehr aktuellen Problem, wo ja zuweilen immer behauptet wird, dass Marx sich überhaupt nicht dazu geäußert hat. Und das ist die Naturzerstörung. Ja, also das, was heute dann plakativ als Klimakatastrophe bezeichnet wird. Und da muss ich sagen, sicherlich hat Marx diese Problematik sehr genau im Auge gehabt. Er hat sehr scharf formuliert, dass die kapitalistische Produktionsweise ihre eigenen Grundlagen zerstört. Den Menschen
und die Natur. Den Arbeiter und die Natur, die Erde. Für ihn ist die Erde. Er hat den Begriff Natur, der ist philosophisch besetzt mit der Natur der Dinge und so weiter. Insofern bei ihm meistens Erde. Ja? Und wenn man sich da wirklich mal anguckt, was er dazu geschrieben hat, übrigens eine sehr schöne Hilfe dazu, der japanische Kollege Saito hat ein Buch veröffentlicht, eine Dissertation, die er bei Humboldt verteidigt hatte, Natur gegen Kapital. Ja, und wo sehr genau analysiert wird, von den Frühschriften bis 1868, also einschließlich Exzerpten und so weiter. Und wenn man unter diesem Gesichtspunkt das Kapital liest und bestimmte Abschnitte, dann stellt man fest, mein Gott, ich nehme den Terminus Wertrevolution. Der Terminus Wertrevolution taucht bei Marx an einer einzigen Stelle auf. Also in einem Kapitel. Und zwar dem Kapitel über konstantes und variables Kapital. Das ist das sechste Kapitel, das ist relativ kurz. Und da schreibt er, wenn die Kosten für die Herstellung eines Produkts stark sinken, dann hat das Auswirkungen auf den Preis der Produkte, die mit diesen Produkten hergestellt werden. Und er sagt, vorausgesetzt, die Baumwolle ist eingekauft und es findet aber dann eine schlechte Baumwollernte statt, sodass die Preise steigen. Dann wird die billig eingekaufte Baumwolle zu dem aktuellen Preis natürlich in die Kosten eingehen und nicht zu dem Einkaufspreis. Das erleben wir jeden Tag an der Tankstelle, wenn die Erdölpreise steigen. Natürlich haben die Tankstellen das Erdöl zu dem alten Preis gekauft, aber das Benzin wird entsprechend dem neuen Preis verkauft. Das ist kein Betrug, sondern das ist die Rechnung in Wiederbeschaffungspreisen. Die Tankstellen müssen sich ja neues Erdöl besorgen, ein neues Benzin besorgen, nicht? Und das kriegen sie natürlich nur zu dem. So. Man kann es aber auch umkehren. Wenn also Natur gar nichts kostet, aber und natürlich kostet sie nichts, ist ja keine Arbeit drin, vergegenständlicht. Aber ihre Wiederherstellung kostet, ja, Aufforsten von Regenwäldern und die ganze, Klärung von Wasser, dass die Luft wieder sauber wird und so weiter. Das kostet alles. Regulären Arbeitsaufwand. Und das ist dann nach dieser Marx'schen Rechnung, die er natürlich so nicht ausgeführt hat, weil damals waren die Probleme anders stehend. Er hat das eben am Beispiel der Baumwollernte illustriert. Das ist brandaktuell als ein Ansatz, wie Naturzerstörung zu bewerten ist. Ohne dass Natur selbst einen Wert zugesprochen bekommt. Es gibt ja diese Redeweise von dem Inwertsetzen der Natur. Das ist Quatsch. Aber das, was in Wert gesetzt wird, das ist das, was durch Arbeit produziert wird. Und das ist eben auch die reproduzierte Natur. Ja, die ja dann in dem Sinne keine Natur mehr ist, sondern also bei den Theologen gibt es den schönen Unterschied zwischen der Natura Naturans,
der schaffenden Natur und der Natura Naturata. Das ist die geschaffene Natur. Und diese geschaffene Natur, die hat einen Wert. Ja, und unter diesem Gesichtspunkt ist also vieles im Kapital einfach neu zu lesen. Völlig unabhängig von dieser Ausgabe. Ich meine, das kann man natürlich auch bei in der englischen Ausgabe lesen. Ja? Aber vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass er sagt, ja, aber also in diesem Zusammenhang habe ich das noch nicht gesehen. Ja? Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo ich immer sage, man muss den alten Herrn gegen den Strich lesen. Ja? Es gibt nicht nur das berühmte Beispiel von Stefan Hermlin über den Satz im Kommunistischen Manifest, nicht, dass die Entwicklung aller, er hatte immer gelesen, die Entwicklung, freie Entwicklung aller ist die Voraussetzung für die freie Entwicklung des Einzelnen. Was im Manifest stand, war das glatte Gegenteil. Die freie Entwicklung des Einzelnen ist die Voraussetzung dafür, dass die freie Entwicklung aller stattfinden kann. Ja, und so ist auch vieles im Kapital neu zu lesen, neu zu durchdenken, gerade im Angesicht der gegenwärtigen ökonomischen und gesellschaftlichen Probleme. Gut, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir ziehen uns jetzt ein bisschen zurück und lassen in euch den Raum. Wäre nett, wenn auch die Fragen ins Mikro gesprochen werden für die Tonaufnahme. Genau, es gibt ja schon die ersten zwei Wortmeldungen. Wir sammeln ja so zwei, drei. Ja, ja. Ja, ja, danke sehr. Ich habe eine rein technische Frage. Die Anmerkungen, von denen du sprachst, sind die mit den kleinen Sternchen versehen hier im Text? Und die zweite Frage, in dem ersten Teil eures Gespräches hast du ja auf die verschiedenen Varianten des Textes aufmerksam gemacht, später, früher, Deutsch, Französisch und so weiter. Könntest du ein Beispiel erzählen, wo es gefährlich wird? Also, wo man erkennen kann, dass diese Differenzen auch inhaltlicher Art waren und ja eben gefährlich. Da, gleich da. Ja. Ja, auch vielen Dank. Nur eine ganz kurze Frage zu den Quellen. Was ist denn nur eigentlich aus diesen 20 Blatt an Sorge geworden, die der Engels da so verschmäht hat? Noch die letzte und dann. Ja, Sie erwähnten, dass es Ökonomen bräuchte heute, die ja, eine Einführung geben, eine moderne Einführung. Nun ist es schon 150 Jahre her seit der ersten Veröffentlichung. Wenn Sie mal ganz tief drüber nachdenken, gibt es da wirklich keinen Versuch oder gab es bisher kein Versuch einer solchen ja, didaktisch moderneren Darstellung dieser komplizierten Materie? Ja, also die Anmerkungen im Apparat sind nicht mit Sternchen im Text angemerkt, aus dem einfachen Grunde, es sind 18.000. Ja, das Buch hat 800 Seiten, insofern wären also auf jeder Seite etwa 20, 25. Und es hätte auch den Lesefluss des Lesers absolut gestört. Das ist das, weshalb der Anmerkungsapparat, also das, was auf der USB-Card ist, das ist streng zeilenmäßig organisiert. Das heißt also, wer
sagen wir mal, auf Seite 300 in der Zeile sowieso feststellt, ja, aber das steht doch bei Engels ganz anders in dem Band 23. Wie kommt denn der Kuczynski dazu? Dann kann er genau nachgucken, aha, ja, das ist also aus der ersten deutschen Ausgabe oder das ist aus der französischen. Ja, denn das ist das Schlimme, dass Marx sich des Öfteren auch im Kreise gedreht hat. Ja, er ist in der französischen Ausgabe durchaus auf Sachen zurückgekommen, die er in der ersten Ausgabe hatte, aber nicht in der zweiten. So, was die Differenzen angeht, ja, ich kann nur auf das verweisen, was ich vorhin sagte, angefangen mit dem Vorwort, dass nicht mehr alle Länder den Industrieländern nachfolgen können müssen, sondern nur diejenigen, die die industrielle Stufenleiter besteigen. Nicht? Es ist merkwürdig, aber der erste Satz des ersten Kapitels ist entsprechend den Einträgen von Marx in seinem Handexemplar der zweiten deutschen Ausgabe verändert, ja, moderner. Und der letzte Satz ist ebenfalls verändert gegenüber Engels Ausgabe, und zwar in Übereinstimmung sowohl mit der Erstausgabe als auch mit der französischen Ausgabe. Das heißt also, es zieht sich wirklich vom ersten bis zum letzten Satz. Was die 20 Blätter Sorge angeht, die sind komplett verarbeitet, entweder in den Anmerkungen oder aber eben im Text. Ist auch alles natürlich exakt nachgewiesen. Insofern würde ich denken, wer sich also nicht die entsprechenden insgesamt 36 Seiten in der Mega Band 8 zweite Abteilung zu Gemüte führen will, der kann sie komplett in den Anmerkungen verifiziert finden. Ja? Und zwar vollständig. Und dann auch sehen, aha, an der Stelle ist das also in den Text eingegangen und an den Stellen nicht. Weil da sind natürlich auch einfach Bemerkungen. Nicht? Was die didaktische Darstellung angeht. Also ich kenne natürlich nicht alle Einführungen in die politische Ökonomie. Ja, ich kenne die aus der DDR, ich kenne einige aus der Sowjetunion, die alle ganz streng an den Aufbau des Kapitals sich anlehnen. Es kann sein, aber das weiß ich nicht, ist mir nicht untergekommen, dass es in den westlichen Ländern eine andere Art der Darstellung gegeben hat, im Sinne der, also einerseits im Sinne von Marx, und andererseits aber in der Darstellung anders. Das meiste, was heute existiert, ist ja Mainstream. Neoliberalismus fängt natürlich nicht mit der Produktion an. Ja? Also da müsste man einfach, da muss ich sagen, ich kenne keine, aber das ist kein Beweis, dass es nicht eine gibt. Ja? Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, da gab es noch die Frage mit den Quellen oder haben Sie mit Sorge und dem Brief oder haben Sie das schon? Nee, das, okay. Das habe ich. Dann gab es jetzt ganz kurz direkt da hinter der Kamera schon eine erste Meldung.
Ja, also das eine ist, was die pädagogischen Aufarbeitungen betrifft. Also eine definitiv andere Struktur gibt es ja schon bei Julian Borchardt. Also das ist etwas Älteres vor der DDR und bevor es ganz klar in Ost und West sortiert war, also Erster Weltkrieg. Aber der natürlich auch nicht deinem, Thomas, nicht deinem Vorschlag folgt, mit dem fünften Kapitel anzufangen, sondern der fängt eher mit der, bei Marx heißt es ja hin und wieder, die Oberfläche an. Genau. Von daher ein sehr anderer Zugang und vielleicht aber auch ein anderer Erkenntnisinteresse, eben nicht mit der Arbeit anzufangen, sondern tatsächlich mit den Gegebenheiten der bürgerlichen Gesellschaft und das ausführlicher zu machen, als was bei Marx passiert. Ja. Da habe ich eine Frage, so im Nachhinein, jetzt wo das Magnus Opus fertig ist. Wie siehst du das? Ist nicht das Auswuchern des ersten, der Ausgaben des ersten Bandes des Kapitals ein Stück weit aus, auch beim Originalautor, bei Marx, ein Ergebnis davon, dass er mit den hinteren Bänden nicht so richtig zu, naja, zumindest nicht fertig geworden ist? Dass da also der erste Band umfangreicher wird, weil weiteres, was er weiß, was wichtig ist, in den weiteren Bänden ja noch nicht publiziert war. Und ist es nicht eine gewisse Gefahr, dass man, anders als Engels, der immer Band 2 und 3 quasi im Kopf hatte, dass man jetzt den Band 1 so verselbstständigt inzwischen, als ob da alles Wichtige zu finden wäre. Eine Position, die manche Leute ja auch vertreten haben. Kautsky. Rosa Luxemburg. Ja, wichtige Leute haben das vertreten. Aber das heißt ja nicht, dass sie stimmen muss. Und ist das nicht auch eine gewisse Gefahr, wenn man jetzt sozusagen alles auf den ersten Band schiebt? Gibt es hier noch eine, sogar zwei? Ja, hier. Vor 3 Jahren hat Heidemarie Saleski in einem ziemlich umfangreichen Artikel über die Entstehung der russischen Ausgabe, der russischen Ausgabe des Kapitals von Band 1 dargelegt. Aber das war nicht ihre Aufgabe gewesen, diese erste russische Ausgabe zu vergleichen mit der deutschen oder französischen. Meine Frage ist einfach, hast du diesen Vergleich mal gemacht, um auch da Differenzen zu der deutschen Ausgabe bzw. zu der französischen Ausgabe vorlegen zu können? Ja, vielen Dank für die interessante Diskussion. Meine Frage wäre die folgende. Halten Sie das Methodenkapitel im MW 13 für wichtig für die logische Darstellung? Und würden Sie den klassischen Ökonomen Marx da wieder erkennen, wie im Falle des Anfangs vom Kapital? Also, Borchardt war großartig. Er fing nämlich an mit Preisen und nicht mit Werten. Und er hat diese Kurzdarstellung aller 3 Bände übrigens in einem nach meinem Dafürhalten sehr schön gemacht. Ich meine nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, das ist überhaupt nicht die Frage, ja. Aber es ist sehr schade, dass er heute in der deutschen Literatur faktisch vergessen ist, obwohl er also immer wieder mal aufgelegt wird im Salzwasserverlag. Ja, er ist ins Russische übersetzt worden und nicht nur in den 20er Jahren, sondern jetzt auch in den Nuller Jahren. Ja, er ist in den 70er Jahren ins Serbokroatische übersetzt worden. Das heißt also, das ist eine wirklich sehr lesenswerte Angelegenheit, diese Einführung, Kapital gemeinverständlich. War aber eine natürlich nicht meine Aufgabe, klar. Mir ging es um die Sicherung des Textes sozusagen.
Was die Bedeutung von Band 1 angeht, so liegt das ja eigentlich schon früher. Aus dem einfachen Grunde, was ja meistens übersehen wird, der Band 3, der publiziert wurde von Engels, basiert zum allergrößten Teil auf einem Manuskript, was 1865, zwei Jahre vor Erscheinen der Erstausgabe von Band 1, lag. Fertig gelag. Also unfertig lag, natürlich, klar, unfertig. Und was Marx mit wenigen Ausnahmen über 20 Jahre überhaupt nicht angefasst hat. Ja, er hat sich mit den Reproduktionsschemata des zweiten Bandes herumgequält. Von 65 bis 78. Ja, so. Und deshalb finden sich im Band 1 auch Passagen, die nach dem ursprünglichen Plan überhaupt nicht reingehörten. Angefangen damit, dass er ja ursprünglich vorhatte, einen ganzen Band die Lohnarbeit zu schreiben. Hat er nicht, aber es ist wenigstens ein Kapitelchen. Nein, es ist sogar ein Abschnitt im zweiten in der zweiten Auflage, der Arbeitslohn. Übrigens in der ersten Auflage noch nicht ein eigenständiges Kapitel, sondern ein Unterkapitel. Ja, dasselbe trifft auf Fragen des auswärtigen Handels zu, wo er durchaus einige Zusätze gemacht hat, übrigens auch in der französischen, teilweise auch von Engels übernommen, ja, wo er eigentlich einen ganzen Band für vorgesehen hatte. Inwieweit das nun die Komposition von Band 1 wirklich tangiert hat, das ist furchtbar schwer abzuschätzen, weil der gute Marx seine Pläne ständig änderte. Ja, und er war ja ursprünglich der Meinung, die drei Bände, er sprach immer von drei Bänden. Der erste Band, der zweite Band sollte Buch 2 und 3 enthalten und der dritte dann die Theorie. Das wollte er ursprünglich nur komplett veröffentlicht wissen, als ein artistisches Ganzes. Ja, so. Und davon hat er sich auch verabschieden müssen und hat dann also diesen Band 1 komponiert. Und zwar sicherlich unter dem Gesichtspunkt, wir dürfen nicht vergessen, er ist im Jahre 1865, da ist er einer der führenden Köpfe der Internationalen Arbeiterassoziation. Ja, und natürlich war er der Auffassung, auch wenn es dort keinerlei Belege dafür gibt, er war natürlich der Auffassung, ja, in diesem Band 1 muss ich aber etwas zur Lohnarbeit bringen. Ja, auch wenn ich einen ganzen Band dafür reserviert habe. Ja, also insofern stimme ich vollkommen zu, dass der Band 1, auch wenn er ein in sich abgeschlossenes Ganzes ist, nicht alles liefert, was Marx dazu gedacht hat. Ja, also die Bände 2 und 3 mögen zur Kenntnis genommen werden, möglichst nach der Mega. So. Das zweite, Marx und die russische Ausgabe. Das, was ich gemacht habe, ist, ich habe genau überprüft, ob Danielsson und wie Danielsson mit den Zusätzen und den umgegangen ist, die Marx im Anschluss der ersten Ausgabe im Anhang veröffentlicht hatte und die hat Danielsson
komplett und völlig korrekt integriert. Er hat natürlich nur diese Erstausgabe übersetzen können, weil es lag ja gar nichts anderes vor. Nicht? Es ist eben sehr schade, dass er dann zur Übersetzung, Neuübersetzung des ersten Bandes eben nicht den Anweisungen von Marx gefolgt ist, 1878, da kam er offenbar nicht dazu, sondern er hat 1898 neu übersetzt und da hat er natürlich die Engelsausgaben übersetzt, also auch den Band 1, Band 2 und Band 3. Ja, das ist alles Danielsson. Sicherlich nicht nur, aber vor allem. Insofern habe ich also keinen expliziten Vergleich gemacht. Ich nehme aber an, dass Danielsson nach dem, was ich gelesen habe in der russischen Ausgabe, dort sehr korrekt übersetzt hat und da also sich wirklich an den Text der Erstausgabe gehalten hat, einschließlich des Anhangs und der Anmerkungen. Was das Methodenkapitel angeht, da würde ich immer sagen, das ist eine ganz wunderbare Geschichte, die wirklich mal durchbuchstabiert werden müsste. Ja, also es hat leider nie den Rang gehabt, den das Methodenkapitel in Polybios Geschichte 2000 Jahre vorher errungen hat. Ja, das ist nach meinem Dafürhalten unerreicht in der Komplexität, wobei völlig klar, typisch Marx, in Manuskripten, es fasert zum Schluss aus. Nicht? Er kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Aber der Anfang, die Unterscheidung, die Feststellung, dass in der Produktion nicht nur ein Gegenstand für das Subjekt, sondern auch das Subjekt für den Gegenstand produziert wird. Ja? Das sind alles Dinge, die leider vollkommen in Vergessenheit geraten sind, ja, und die nach meinem Dafürhalten ungemein wichtig wären, um zum Beispiel die Rolle der Werbung heute mal zu analysieren. Das ist nichts anderes, ja. Nur natürlich, dass die Werbeindustrie heute ein separater Teil ist, ja, und natürlich finanziert von den Industriekonzernen, ja. Aber das sind alles Felder, die also ganz wesentlich sind aus meinem nach meinem Dafürhalten. Und es wäre sehr schön, mal dieses Problem durchzubuchstabieren. Weitere Fragen? Ja, ganz hin. Ja, hallo. Danke erstmal für die Ausführungen auch zur Editionsgeschichte, das fand ich alles ganz interessant. Ich würde trotzdem zum einen wirklich empfehlen, mit dem ersten Kapitel anzufangen bei Marx und nicht mit dem fünften, so wie es Altheus Herr auch gemacht hat. Vielleicht vorher wirklich dann lieber anfangen, statt mit dem fünften Kapitel mit sowas wie der Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie oder wirklich dem Methodenkapitel, beziehungsweise das Methodenkapitel ist ja auch nur der zweite Teil von der Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, also einer Vorschrift zum Kapital. Und
Das bietet sich, denke ich, nochmal ganz gut als Einleitung an, aber dann nicht das fünfte Kapitel, weil wenn man mit dem fünften Kapitel anfängt, dann habe ich den Eindruck, dann kommt man immer darin an zu diesem Klassenkampf und dann kommt Klassenkampf immer zu diesem Kampf um den normalen Arbeitstag. Und dann kommt man immer bei diesen Lohnfragen her und dann geht es immer nur noch darum, Lohnfragen und die ganze Eigentumsfrage, was ja eigentlich der Kern ist, auch der Kern der Wertkritik, dass das Privateigentum, das kapitalistische Privateigentum, die Grund ist, warum es überhaupt kapitalistische Produktion gibt und was diese Gesellschaft eben im Kern entschieden differenziert von allen bisherigen Produktionsweisen. Das geht mir dann immer so ein bisschen verloren. Und gerade desbezüglich frage ich mich jetzt auch noch so ein bisschen, jetzt komme ich so ein bisschen zu der Frage, weil Sie sagten ja selber, dass sich gerade bei dieser Wertformanalyse sich nicht so wirklich viel geändert hat, sich nicht so viel entscheidet, wenn man sich diese Version anguckt, sondern dann eher in hinteren Teilen. Warum sollte man das jetzt wirklich nochmal neu lesen, dieses Kapital oder Ihr Buch mit diesen ganzen Anmerkungen? Also was ändert sich halt wirklich entscheidend für diese Frage, sage ich jetzt mal, was tun oder wie tun? Also ich sag mal, kommen wir da jetzt zu einer Antwort, wir müssen jetzt auch nicht das Privateigentum abschaffen, das kapitalistische, ich kann mir das nicht vorstellen. Also das ist dann ein bisschen meine Frage, warum das jetzt alles nochmal lesen, außer zum Spaß an der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Marx, aber wo kommt man da sozusagen in der Realpolitik, im Alltag, wie kommt man da jetzt, bringt es da irgendwie neue Antworten, neue Denk, das ist so der Punkt, der mir so ein bisschen verloren geht oder offen bleibt. Noch weitere Meldungen? Na, also ich würde denken, dass wer das Kapital unter den Anwendungen auf aktuelle Politik liest, wird enttäuscht. Marx hat kein Rezeptbuch geschrieben. Es ist ein Irrglaube, zu meinen, dass man aus dem Kapital sozusagen seine Anweisungen bekommen kann für die aktuelle Politik. Das ist einfach nach meinem Dafürhalten ein illusorischer Ausgangspunkt. Ja, im Gegenteil. Ich würde denken, und das war Marx auch vollkommen klar, dass es eine Riesendifferenz gibt zwischen Politik und Wissenschaft. Die Differenz ist so groß wie die zwischen Naturwissenschaft und Technik. Kein Techniker kann ohne naturwissenschaftliche Kenntnisse arbeiten, richtig. Aber ich würde mich nie in ein Auto setzen, was von Physikern gebaut ist. Und genauso ist das in dem Verhältnis von Gesellschaftswissenschaft und Politik. Ja, ich will gar nicht auf die Frankfurter Nationalversammlung verweisen. 22 Professoren, Hilfe, Deutschland ist verloren. Ja, aber es gibt sicherlich immer wieder das Phänomen, dass Leute tatsächlich in der Lage sind, Theorie und Politik miteinander zu verbinden. Und wo das nahezu untrennbar miteinander verbunden ist. Für mich klassisches Beispiel Lenin, Luxemburg. Ja. Aber das sind die Ausnahmen. Und was die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse angeht, dazu steht im ersten Kapitel überhaupt nichts, gar nichts. Wer wissen will, was Kapitalismus ist, der sei zunächst einmal auf Kapitel 24 verwiesen, die ursprüngliche Akkumulation, aber nicht auf Kapitel 1. Ja, das ist unbeschadet dessen, ob man nun der Meinung ist, dass im Hintergrund der Ware bei Marx schon die kapitalistische Ware steht oder die einfache Warenproduktion bzw. einfache Warenzirkulation. Es gibt ja Leute, die meinen, es gäbe eine einfache Warenzirkulation ohne einfache Warenproduktion. Okay,
Das sind dann die, das ist der Streit, ob, also inwieweit Zirkulationsformen durch die Produktion bestimmt sind oder nicht. Aber Fakt ist, es wird von der Zirkulation ausgegangen und nicht von der Produktion. Das halte ich auch, ich mache das überhaupt nicht, ich konstatiere das lediglich. Ich konstatiere es in dem Sinne, dass Marx an dieser Stelle ein klassischer Ökonom ist. Ja, klassischer Ökonom im Sinne von Petty bis Ricardo. Ja, und was die Rolle des Klassenkampfes angeht, bitteschön, das findet sich nun tatsächlich über das ganze Buch verstreut und nicht im ersten Kapitel. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Ja, vielen Dank erstmal für das Füllhorn von Überlegungen zu diesem fantastischen Werk. Wir können wahrscheinlich nur einige kurze Aspekte überhaupt anreißen. Sure. Deshalb will ich mich mal auf eine Frage konzentrieren, die sozusagen die Implikationen vielleicht nochmal für mich verdeutlichen können. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist die französische Ausgabe sozusagen eigentlich das Maß, an dem man die vorangehenden Etappen nochmal vergegenwärtigen kann und muss. Oder wir müssen das vielleicht nochmal verdeutlichen, wenn das falsch jetzt zusammengefasst wäre. Und das führt mich zu der Frage, was haben eigentlich die französischen Leser und Kollegen in jetzt diesen vielen Jahrzehnten gedacht, wenn sie ihre Ausgabe lesen und vielleicht in der Lage waren oder sind, auch Deutsch zu können und damit selbst auf diese Fragen gestoßen sind, was hat das eigentlich an Vorläufern zu unserer schönen französischen Ausgabe verursacht? Wo sind da die Änderungen und was sind vor allen Dingen die Implikationen? Das war ja vorhin auch schon mal eine Frage. Sind das eigentlich substanzielle, inhaltliche Änderungen, die für uns heute noch eine Rolle spielen können, wenn wir über das Philologische hinaus die französischen Editionen sozusagen uns nochmal vergegenwärtigen? Hat das für uns noch eine zusätzliche inhaltliche Relevanz? Und die andere damit verknüpfte Frage ist vielleicht auch mehr eine literarische. Die vielen anderen internationalen Übersetzungen vom Kapital, fußen die eigentlich, ich weiß das nicht, würde mich aber interessieren, fußen die eigentlich auf den deutsch-russischen Werken, Übersetzungen, oder haben die auch oftmals schon die französische mit verarbeitet und assimiliert? Und hat das nicht, mir sind diese Diskussionen eigentlich auch gar nicht bekannt, hat das nicht immer schon auch zu Diskussionen geführt in internationalen Übersetzungen? Also, nach den vielen Loben über die französische Ausgabe könnte man sich ja fragen, ja, warum haben Sie denn nicht einfach die französische Ausgabe ins Deutsche übertragen? Ja, und da kann ich nur sagen, Marx in eine andere Sprache zu übertragen, ist ein Riesenproblem, angefangen mit Marx selbst, der ganz große Probleme hatte, die in seiner Muttersprache entwickelte Terminologie ins Französische zu übertragen. So, genauso ist es Engels gegangen bei seiner Übersetzung oder der Revision der Übersetzung ins Englische. Ja, also er ist ein wirklich schwer zu übersetzender Autor. Nicht nur in seiner Muttersprache schwer zu verstehen. Das ist das eine. Und insofern muss man also
ganz klar sagen, dass diese Debatten, wie Marx zu übersetzen ist, die dauern bis heute. Ja, also ob man nun den Mehrwert, immerhin eine Grundkategorie bei Marx, ob man die nun ins Französische übersetzt, wie Marx das machte, mit Plus-Value, oder wie es neuerdings gemacht wird, mit Sur-Valeur, ja, das sind zwei sehr verschiedene Termini. Ja? Und genauso lässt sich das an vielen anderen Beispielen erläutern, bis hin natürlich dann zu der bekannten, sehr verhegelten Terminologie des sich selbst verwertenden Wertes, ja, was also wirklich außerordentlich schwer in jede andere Sprache zu übertragen ist. Also insofern ging es auf gar keinen Fall, dass man einfach die französische Übersetzung ins Deutsche rücküberträgt. Denn es ist ja keine Übersetzung, die französische Ausgabe. Ich halte sie jedenfalls nicht für eine Übersetzung, sondern für eine Ausgabe. Ja, einfach weil eben so viel anders gemacht worden ist. Und international, ich kann nur sagen, die englischen Ausgaben sind bis heute so wie die französische in 8 Abschnitte und 33 Kapitel gegliedert. Die deutschen waren es bisher in 7 Abschnitte und 25 Kapitel. Genauso die russische. Die Italiener haben bis 1915 ihre italienische Ausgabe nach der französischen Ausgabe übersetzt. Und heute, wenn man es sich anguckt, natürlich nach der 4. Ausgabe von Engels. Also 7 Abschnitte, 25 Kapitel. Nicht? Das heißt also, es gibt auch eine internationale Diskussion dazu, aber sie ist weniger auf die Gliederung und mehr dann natürlich auf das Terminologische. Hinzu kommt, das will ich auch sagen, und das macht die Sache etwas ärgerlich für mich, es gibt in der Mega den Band 7 der 2. Abteilung. Das ist die französische Ausgabe. Dazu gibt es ein ganz ausführliches Verzeichnis der Stellen, wo die französische von der deutschen, 2. deutschen Ausgabe abweicht. Das ist außerordentlich nützlich. Sicherlich, man kann immer drüber streiten, was soll da rein, was soll da nicht rein. Nicht? Das ist völlig klar. Wer in den Band 10 guckt, die englische 4. Ausgabe, da gibt es auch einen Vergleich, was Engels nicht aus der französischen übernommen hat. Und wenn man diese beiden Verzeichnisse miteinander vergleicht, dann ist das in Band 10 einfach schändlich. Unglaublich dünn, ja, vieles eben nicht berücksichtigt. Vielleicht lag das an den Zeitumständen. Also der Band 7 ist 1989 erschienen, der Band 10 1991. Die Zeiten hatten sich etwas geändert, die Arbeitssituation sicherlich auch. Aber da wäre also ein grundlegender anderer Ansatz notwendig gewesen. Und das Traurige ist eben, es gibt ja einen Appendix, einen, es gibt ja eine CD zur Band 23, wo die Veränderungen dokumentiert sind. Das hat der Manfred Müller gemacht. Aber der hat sich eben leider auch bei den Abweichungen nur auf den Band 210 bezogen und nicht
die Ochsentour vorgenommen, auf Band 2.7 zu gehen und ein vollständigeres Verzeichnis zu liefern. Denn ich meine, diese CD, es ist ja leider eine CD, ist ja nie im Druck erschienen. Diese CD war natürlich nützlich, aber sie hatte eben diesen ganz wesentlichen Nachteil. Ich weiß nicht, inwieweit sie überhaupt wahrgenommen worden ist vom Publikum, dass es da diese Ergänzung zu Band 23 gegeben hat. Nicht? Die ist ja nun inzwischen auch seit 6 Jahren, glaube ich, auf dem Markt. Nicht? So, ansonsten kann ich nur sagen, was jetzt den Gehalt angeht, inwieweit es notwendig ist oder nicht. Ich nehme ein Beispiel, das liegt fernab, und das ist Lenin. Lenin hat gelesen vom Kapital den Band 1 in der zweiten deutschen Ausgabe und in der ersten russischen Übersetzung. So viel ist klar. Also da sind mit Anstreichungen und richtig durchgearbeitet und so weiter. Der hat sich noch nicht mal für die vierte deutsche Ausgabe interessiert, geschweige denn für die zweite russische Übersetzung. Er hatte anderes zu tun, mein Gott. Nicht? Die französische Ausgabe spielt natürlich gar keine Rolle bei ihm. Warum auch? Ja? Also das hängt doch einfach auch von den Interessen und von der Intention des Lesers ab. Ja, also ich mache niemandem einen Vorwurf, der sagt, nee, ich bleibe bei MEW 23, das reicht mir. Ja, das ist nicht die Frage, sondern wenn überhaupt, dann geht es um neue Leser und nicht um die Alten, die das eh alle schon kennen und wissen. Und deswegen habe ich den Band ja auch in einer Weise gemacht, die nach meinem Dafürhalten, ich hoffe, etwas ansprechender ist für jüngere Leute. Ob die Alten das nochmal lesen oder nicht, mein Gott nochmal, das ist nicht mein Problem. Und wenn ich sage, die Alten, also ich bin 73, ja, ich zähle mich auch dazu, aber das ist nicht die Frage, ja, ob da sich nun nochmal jemand dran setzt, der das Kapital vor 30 Jahren gelesen hat und sagt, naja, jetzt muss ich aber nochmal. Nee, musste nicht. Ja, das ist eine Eigenschaft, die ich leider nicht habe. Ich kann mich schlecht verkaufen. Tut mir leid. Das ist Sache des Verlages. Wir hätten noch Zeit für noch ein oder zwei Fragen, falls es die noch gibt. Genau, da sehe ich schon eine. Nee, ja. Ich wollte es jetzt auch noch nicht mehr ganz so lang, sondern eher kurz machen. Und zwar so zum Abschluss auch mal eine persönliche Frage. Jetzt haben Sie sich ja relativ lange damit beschäftigt. Und ich hoffe auch, dass Sie sich auch noch lange damit beschäftigen können, mit diesen Themen. Deshalb meine Frage, welche wissenschaftlich-literarischen Pläne haben Sie noch in den nächsten Jahren? Hier nochmal, können Sie nochmal die Hand? Ja, ich habe eine ganz primitive nochmal. Die Sternchen, diese Sternchen, diese eingerückten Sentenzen, was ist das? Das sind die Fußnoten von Marx. Das ist aber gleich auf Seite 4 erläutert. Gut, danke sehr. Ich habe dein Buch jetzt erst gekauft. Ja, und was die andere Frage angeht, muss ich Ihnen sagen, das ist, die Edition ist gemacht und ich werde mich langsam daran arbeiten, aber nicht in dieser Dimension, tatsächlich eine Einführung, eine elementare Einführung in die Arbeitswerttheorie zu schreiben. Dass die eben etwas anders organisiert sein wird und
die zwar sich grundsätzlich von der Substanz her unterscheidet von Sraffas Produktion, Warenproduktion mittels Waren, aber vom Umfang her und von der Strukturierung her ist das eine vorbildliche Darstellung. 120 Seiten, das reicht. Ich habe das Buch von Sraffa vor mir. Ich freue mich schon sehr auf diese Einführung, zumal die Frage auch auf meinem Zettel zumindest gewesen wäre. Ich glaube, die lasse ich jetzt. Und zwar, ich hätte ansonsten fragen wollen, ist das jetzt, funktioniert das immer noch? Ist es immer noch richtig? Weil man liest ja fast jeden Tag in der Zeitung, anlässlich eben des Jubiläums, unter anderem, dass die Arbeitswerttheorie Quatsch sei. Ja, das ist natürlich Quatsch, dass die Quatsch ist. Deswegen warten wir jetzt noch gespannter sozusagen auf die neue Einführung. Und ansonsten bedanke ich mich sehr bei Anne-Kathrin, bei Thomas Kuczynski, bei Ihnen und euch allen, diese zwei Stunden mit uns verbracht zu haben in diesem sehr für mich spannenden Gespräch. Auch von mir vielen Dank. Wir wünschen Ihnen euch einen guten Nachhauseweg. Schönen Abend noch.